So, weiter geht's mit unserem Krümmer. Ich habe ja schon mal einen Deckel gedreht für meinen Kühlwasseranschluss zum Kopf, weil den habe ich nicht, weil ich einen anderen Kopf habe. Das werde ich dann zuschweißen. Dann werde ich gleich erstmal die ganzen Froststopfen rausmachen, weil die ja auch gammelig sind. Und werde die neu machen, beziehungsweise. Da ich ja hier keinen Durchgang zum Kühlwasser mehr habe, muss ich mir hier einen Anschluss dran machen. Und da muss ich mir einen ganz genau drehen, dass der Schlauch ganz genau da drauf passt. Ansonsten ersetze ich die. Und ja, dann kann ich das Ding mal sandstrahlen. Also das tue ich natürlich, bevor ich die Froststopfen reinmache. Das Ganze dann ausspülen mit Wasser, damit alles draußen ist, damit kein Strahlgut mehr drin ist und so weiter, kein Staub mehr und wäre doof, ne? Und dann kann ich das einschweißen. Aber soweit erstmal das Froststopfen. Habe ich das letzte Mal versucht, einmal mit dem Schraubenzieher durchzuschlagen. Das Problem ist, die fallen dann manchmal rein und die kriegt man da nicht mehr raus. Im Leben nicht mehr. Deswegen bohre ich jetzt ein Loch und dann kann ich die raushebeln mit dem, ja, mit dem Schraubenzieher oder so. Ja, die gammeln schon ein bisschen, aber für das Alter okay. So, fast selbst zu stunden. War besser vielleicht sogar. Geil, jetzt entgrate ich die Scheiße hier noch, damit man es besser lackieren kann. Ist doch ganz geil geworden. Muss nur noch meine Froststopfen irgendwie finden. Okay. Ja, ich würde sagen, belassen wir es erstmal dabei. Ich habe keine Froststopfen gefunden. Dann war es das jetzt für das Video. Also im nächsten Video wahrscheinlich Froststopfen einsetzen. Die Kanäle nochmal innen ausschleifen, damit die ein bisschen glatter sind. Ja, kann man ein bisschen vorne die Flanschfläche planen und oben die Flanschfläche planen und dann kann man das Ding lackieren. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, was euch für eine Farbe gefallen würde.